Einen schönen guten Tag. In herzensguter musikalischer Absicht begrüßt sie ein weiteres Mal in seiner schlecht ausgeleuchteten Höhle Dominik Dussek. Der Spuk ist vorbei, die langen Haare sind verschwunden, ich sehe wieder normal aus. Das ist das eine, was festzustellen ist. Und das andere, was zumindest ich festgestellt habe, ist, dass das Wort abwechslungsreich in den ersten drei Folgen, sagen wir mal, eher gut vorgekommen ist, kann sich jedenfalls nicht über Missachtung beklagen, aber das hat heute ein Ende. Heute geht es in erster Linie, würde ich sagen, um Konsequenz musikalischer Natur, denn heute geht es um folgende Platte. Um die Platte Black Sabbath von der Band Black Sabbath aus dem Jahr 1970. Erschaudern Sie beim Anblick dieses Covers. Diese Platte bietet Gelegenheit, einmal ohne viel Federlesens, denn es ist die Debütplatte von Black Sabbath, ohne viel Federlesens einzusteigen mit dem ersten Lied auf Seite 1. Ja, das erste Lied auf dieser Platte heißt Black Sabbath. Es stammt von der Band Black Sabbath und eröffnet die Platte Black Sabbath. Das ist schon mal ein ganz schön selbstbewusstes Statement. Und ich würde auch sagen, es ist keinesfalls übertrieben zu sagen, dass in den frühen Monaten des Jahres 1970 dieses Stück über die Welt hereingebrochen ist, wie eine Naturgewalt. Ja? Naturgewalt, auch deswegen ein gutes Wort, weil es mit Naturgeräuschen beginnt. Es beginnt mit Regen, mit Donnergrollen, eine Kirchenglocke schlägt. Es folgt ein zweites Donnergrollen und dieses Donnergrollen geht über in ein schweres, schweres, böses Gitarrenriff, wie es die Welt bis dahin noch nicht gehört hatte. Ein Riff, das aus eigentlich nur zwei Akkorden besteht. Grundakkord, Oktav zum Grundakkord und dann der Tritonus-Akkord. Ja? Tritonus, das verbotene Intervall, das böse Intervall. Es war tatsächlich, soweit ich weiß, in Teilen des Mittelalters verboten, denn es galt als das Teufelsintervall. Der Tritonus, der Ton, der sich in der Halbtonreihe genau in der Mitte befindet, ja, kommt in keiner Dur, in keiner Molltonleiter vor, aber bei Black Sabbath kommt er ganz, ganz schnell mal vor. Mit diesem schweren, schweren Gitarrenriff geht es los, das bricht über uns herein, das Schlagzeug spielt zwischen den Riff-Dröhnereien so schöne Betonungen mit Snare und Becken rein, er verlässt das Becken nie, der Schlagzeug, das heißt, das Ganze bleibt schön breit und dann wird es reduziert. Aus den Akkorden werden Gitarrentöne, immer noch Ton, Oktav, Tritonus. Und dazu spielt der Schlagzeug auf den Tom-Toms so relativ verhalten, aber sehr dynamisch, Fill-in geprägte Rhythmen. Die Stimmung ist böse, ist unheimlich und dann beginnt Ozzy Osbourne zu singen. Er erzählt uns von einer Begegnung mit Satanas. Der Satan steht am Fußende des Bettes von Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne fürchtet sich. Am Schluss des Songs oder gegen Schluss des Songs setzt dann der Teufel alles in Brand und Ozzy Osbourne rennt los. Auf der Straße rennen überhaupt alle rum, ja, in Furcht und Orientierungslosigkeit. Das ist der sympathische Inhalt dieses Liedes. Das über uns hereingebrochen ist und das bereits eigentlich in seinen ersten 30, 40 Sekunden eine Musikrichtung erfunden und wesentlich definiert hat, nämlich den Heavy Metal. Und ich würde sagen, selbst wenn Sie mit Metal nichts anfangen können, ich persönlich bin der Meinung, es gibt viele sehr geile Metal-Platten, aber selbst wenn Sie Heavy Metal nicht mögen, hören Sie sich das an, stellen Sie sich vor, wie das damals gewesen sein muss, 1970. Ich glaube, es müsste für jeden, der Musik mag, eine Freude sein, zu hören, wie da etwas Neuartiges in die Welt hineingeworfen wird. Und sozusagen so ein Stück, das dermaßen krass einen neuen Musikstil einführt und in wenigen Sekunden alles raushaut, was dazugehört, das gibt's wirklich sehr, sehr selten. Man könnte vielleicht sagen, Anarchy in the UK von den Sex Pistols war sowas oder Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Aber ich würde sagen, sowohl Grunge als auch Punk haben doch mehr Vorläufer
Bands gehabt. Da war die Menschheit schon ein bisschen gewarnt. Ja. Vor der Platte Black Sabbath gab es kaum etwas. Ja. Manche sagen, manche Stücke von Jimi Hendrix oder das Lied Helter Skelter von den Beatles, das macht auch schon ein bisschen Heavy Metal, aber hier geht es nicht um ein bisschen Heavy Metal. Ja. Hier geht es um 100% das Okkulte, das Schwere, das Böse, das Dröhnende. Alles das ist nach wenigen Sekunden da, dass es eine üble Freude ist. Zwei Strophen gibt's in diesem Lied. Der Refrain ist immer der Teil, wo der Riff dann erneut herausbricht, eingeleitet immer mit Entsetzensschreien, kann man sagen, von Ozzy Osbourne, der sagt, oh no, please God help me. Boom. Es ist ein Wahnsinn und nach dem zweiten Refrain gibt's eine Pause, kurze Pause und dann galoppiert das Lied los. Ein galoppierendes Riff im Viervierteltakt, der aber triolisch gespielt wird, beginnt plötzlich, wird von einem weiteren Riff abgelöst. Es gibt die letzten Gesangszeilen, es gibt ein Gitarrensolo, der Riff kehrt zurück und am Schluss des Songs stehen saftige Unisono-Schläge auf der Snare und Gitarre mit Gitarre und Bass. Und das war's. Bisschen über 6 Minuten und die Welt ist eine andere geworden. Black Sabbath, wer waren Black Sabbath? Black Sabbath kommen aus Birmingham, der zweitgrößten Stadt Englands, einer industriell geprägten Stadt, einer, jedenfalls wenn man heute dort ist, sehr unübersichtlich wirkenden Stadt. Es gab eine Vorläuferband namens Earth, die aber meines Wissens nie etwas aufgenommen hat. Und Black Sabbath bestehen aus Tony Iommi an der Gitarre, Geezer Butler am Bass, Ozzy Osbourne, der Sänger, und Bill Ward am Schlagzeug. Und ein bisschen wie bei den Parquet Courts aus der zweiten Folge ist es so, dass jedes einzelne Bandmitglied von Black Sabbath mit seinem Instrument, mit seinem Gesang etwas Wesentliches zur Musik beiträgt. Tony Iommi ist, man kann es glaube ich sagen, ohne großen Widerspruch zu riskieren, er ist das größte Riffmonster der Rockgeschichte. Auf jeder Platte, eigentlich in jedem Song, hat er mehrere Riffs raus, die sich ins Ohr bohren, die das Böse, das Dunkle, das Treibende dieser Musik verstärken. Er hat einen unglaublichen Erfindungsreichtum auf seinem Instrument. Geezer Butler, ein Bassist, der anders als viele andere Bassisten harter Musik den Bass mit den Fingern spielt. Wenn man ihn beim Spielen zusieht, er knetet den Bass richtig durch, er walkt ihn durch und der Bass wummert und rollt vor sich hin. Es klingt fast, als wären die Basssaiten nicht aus Stahl, sondern aus dickem, dickem Gummi. Und der Schlagzeuger Bill Ward ist ein jazzgeschulter Schlagzeuger. Das merkt man schon in diesen Eröffnungssekunden des Lieds Black Sabbath. Er ist nicht einer, der super tighte Fill-ins macht. Er ist nicht einer, der immer voll Gutzi gibt. Er ist ein nuancenreicher Schlagzeuger, ein Schlagzeuger, der auch Luft lässt, ein Schlagzeuger, der sehr dynamisch spielen kann. Überhaupt die Rhythmusgruppe aus Geezer Butler und Bill Ward, das ist keine Rhythmusgruppe, die, wenn man es jetzt auf einem Computer darstellen würde, im Audioprogramm, da wären die Schläge nicht immer exakt auf der Viertel, so wie es gehört, sondern das meandert ein bisschen, das hat eine Luftigkeit drin und aber gerade dadurch einen einzigartigen Groove drin. Und dann gibt es ja noch Ozzy Osbourne, auch er, ein nahezu einzigartiger Sänger. Er ist keiner, der growlt, ja, sowas macht er nicht. Er hat eine sehr helle, eigentlich eine hohe Stimme, aber eine ungeheuer kraftvoll schneidende Stimme, die das Ominöse an dieser Musik, das Ominöse am Metal von Black Sabbath wahnsinnig gut und wahnsinnig drängend zum Ausdruck bringen kann. Wie geht es weiter nach diesem epochalen Einstieg? Black Sabbath verfolgen den Plan, die Ästhetik von Horrorfilmen, ich würde sogar sagen von B-Horror-Movies, in Musik zu übersetzen. Auf der ersten Plattenseite machen sie das mit Songs, auf der zweiten dann eher mit Stücken. Nach Black Sabbath folgt das Lied The Wizard. Und da hat es zwei herausragende Sachen drin, nämlich einerseits die Mundharmonika, gespielt von Ozzy Osbourne. Es wird nicht rasend viele Metalstücke mit Mundharmonika geben, aber das ist eines. Und dann taucht auch noch ein weiteres Stilmerkmal von Black Sabbath auf in diesem Song. Die Leerstellen
zwischen den Riffs, die die Songs eigentlich dominieren, aber die klingen dann manchmal aus, werden manchmal abrupt abgestoppt und dazwischen kann dann das Schlagzeug was machen oder die Stimme kommt in diesen Zwischenleerstellen oder die Gitarre selbst spielt einen Lick. Im Fall von The Wizard ist es das Schlagzeug, das da relativ rüde herum fuhrwerkt und The Wizard ist natürlich der Zauberer, ja, der seine tiefschwarze Magie, nehme ich zumindest stark an, in der Welt verbreitet und herumgeht. Danach kommt das Stück Wasp, allerdings, ich muss kurz nerdig werden, nur auf der US-amerikanischen Version, die ich besitze. Das ist sie, ja, hier die Rückseite vielleicht mal, die US-amerikanische Version. Auf der britischen Version ist das Stück Wasp nicht angeschrieben. Die Musik ist genau gleich, aber es gibt nichts, was Wasp heißt. Wasp ist im Grunde auch nur ein Intro, das Intro zum Lied Behind the Wall of Sleep, das aber in der Mitte vom Song dann plötzlich nochmal kommt. Also es ist ab hier ein bisschen schwer zu trennen auf dem ganzen Rest der Platte, wo hört ein Stück genau auf. Behind the Wall of Sleep ist benannt nach einer Kurzgeschichte eines Horrorschriftstellers, des Meisters des kosmischen Grauens, wie man ihn auch gerne nennt, H.P. Lovecraft. Und an der Stelle ist vielleicht gut die Gelegenheit zu sagen, die Texte bei Black Sabbath schreibt in den allermeisten Fällen der Bassist, Geezer Butler, und der hat seine Faszination mit dem Horror, mit dem Bösen mal so begründet, dass er gesagt hat, naja, ich bin katholisch erzogen worden, also glaubte ich an den Teufel. Gute Erklärung, die Katholiken sind also selbst schuld, sie haben da einen sehr attraktiven Bösewicht in die Welt gesetzt und von dem Bösewicht handelt auch gleich das nächste Lied. Allerdings gibt es vorher noch ein kurzes Bass-Solo namens Basically. Geezer Butler spielt Bass mit Wawa knapp eine Minute lang und dann kommt der fantastisch stumpfsinnige Riff von NIB, dem zweitbekanntesten Lied auf dieser Platte. Ein Lied, das Black Sabbath jahrelang eigentlich bis zum Schluss immer wieder live gespielt haben. Und der Teufel heißt jetzt nicht mehr Satan, sondern Lucifer. Und Ozzy Osbourne singt aus dessen Sicht, Lucifer verliebt sich in eine Sterbliche. Eine gute Geschichte ist auch noch, dass NIB, der Titel, von den Fans später gedeutet wurde als Nativity in Black. Tatsächlich aber ist NIB das englische Wort für einen Füllfedergriff, also für einen denkbar unsatanistischen Gegenstand. Und es war so eine Art Running Gag in der Band, dass der Bart des Schlagzeugers Bill Ward aussieht wie ein Füllfedergriff und sie haben anscheinend keinen besseren Titel gefunden. Also es wurde hier viel Böseres noch reininterpretiert, als tatsächlich der Fall war. Damit endet die erste Plattenseite. Zweite Seite dann, hier franst die Musik aus. Die Gesangsteile werden deutlich weniger. Schon beim ersten Stück Wicked World. Das war eine Single B-Seite, eine Single, die vor der Platte bereits veröffentlicht wurde. Und das geht los mit etwas Neuem. Zu hören war das bisher nicht. Jazz, ja. Rhythmisch, einwandfreier Jazz, dazu aber sehr bald natürlich ein schweres Gitarrenriff und Schlagzeugwirbel und dann kommt so eine kleine Tour de Force mit bisschen Gesang nur. Irgendwann gibt es einen Teil, wo nur die Akustikgitarre gezupft wird, dann folgt ein Teil, wo nur die E-Gitarre so Licks spielt und am Schluss kommt wieder der harte Jazz. Das ist Wicked World und dann kommt das abschließende Tryptychon, wenn man so will, drei Stücke, die wieder ineinander übergehen. Das Intro in dem Fall heißt A Bit of Finger, extrem unheilschwangere Akustikgitarre und dazu eine durch die Produktion noch böser gemachte Maultrommel. Ja, nicht nur die Mundharmonika, auch die Maultrommel wird mit dieser Platte in den Metal eingeführt. Dann geht das über in das Lied Sleeping Village, ein einziges Rifffest. In der Mitte hat es noch einen schnelleren Teil, einen gedoppelten Gitarrensolo. Vielleicht das größte Rifffest auf dieser ganzen Platte. Abgeschlossen wird Black Sabbath dann mit dem Stück Warning, über 10 Minuten lang, das längste Stück der Platte. Und auch das, wo Black Sabbath den reinen Metal vielleicht am meisten verlassen, ist das bluesigste Stück. Viele verschiedene Teile, Riffs, Soli, alles, was das Herz begehrt. Und damit endet diese Platte, die von der jungen Band, und das ist schon bemerkenswert angesichts der vielen verschiedenen Teile, die es gibt, zum Beispiel auf Warning oder auf Wicked World oder auf Behind the Wall of Sleep, angesichts dessen überraschend, dass diese Band die Platte in 24 Stunden aufgenommen hat. Fast alles, was man hört, ist live. Es gibt nur wenige
Overdubs. Sie konnten nicht länger aufnehmen, denn, und das ist eine Geschichte, die ich eigentlich kaum glauben kann, aber sie waren damals als Hotelband beschäftigt in der schnuckeligen Altstadt von Zürich, im ehrwürdigen Hotel Hirschen, gibt es heute noch. Dort waren sie die Hotelband. Dort haben sie die Stücke von ihrer ersten Platte, sicher auch irgendwie konventionelleren Rock'n'Roll-Stücke, aber dort haben sie diese Stücke gespielt und sie haben auch die Lieder für ihre zweite Platte, das weiß man, dort entwickelt. Da kann man schon Rückschlüsse darauf ziehen, dass die musikalische Welt, die Welt der Pop- und Rockmusik Ende der 60er, Anfang der 70er eine andere war als heute. Ich habe noch in keinem Hotel in meinem doch schon längeren Leben eine Hotelband gesehen, die auch nur irgendwie Ähnlichkeit mit Black Sabbath hatte. Warning beendet diese Platte, eine Naturgewaltsplatte ist zu Ende, eine Platte, die nicht die kompakteste Platte von Black Sabbath ist, auf der sie noch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Sie werden später den Heavy Metal böser machen, kompakter machen, aber eine Platte, die ein einzigartiges und erfreuliches Dokument der Rockgeschichte ist. Wir haben Black Sabbath weitergemacht. Ich versuche das kurz zu umreißen, denn es ist wahnsinnig unübersichtlich. Unstrittig, würde ich sagen, ist, dass die ersten vier Black Sabbath-Platten alles Meisterwerke sind. Die zweite Platte, Paranoid, ist die Platte mit den meisten Hits, eben den Liedern, die sie da im Hotel Hirschen entwickelt haben. Iron Man, ja. I'm the Iron Man, ja. Atomkatastrophe, Wahnsinn. Paranoid, das Titelstück Paranoid, schnelles Stück, Stück, wie der Name es schon sagt, über einen psychisch bedrängten Warpigs, ein heftiges, aggressives, apokalyptisches Antikriegsstück, Fairies Wear Boots, ein Stück über eine unheimliche Drogenvision. All das haben sie auf diese zweite Platte Paranoid gehaut. Auf der dritten Platte, Master of Reality, stimmen sie dann Bass und Gitarre um 3 Halbtöne runter, ja, machen ihren Sound dadurch noch dunkler und noch böser. Es ist ja interessant, dass bei dem Stück Black Sabbath, von dem ich mal gesprochen habe, Sie erinnern sich, dass da die Gitarren normal gestimmt sind, dass es nicht mal der tiefstmögliche Akkord ist, mit dem sie da in das Donnergrollen reinfahren, sondern, also nicht E, sondern G, ja? G, G-Strich, Cis, der Tritonus. Das ist Black Sabbath. Auf Master of Reality haben sie die Gitarren runtergestimmt. Es ist ihre wuchtigste, ihre dunkelste Platte, eine Platte wie aus einem Guss. Die vierte Platte, Volume 4, ist dann wieder eine andere Sache. Man muss wissen, diese ersten vier Platten haben sie in enormer Geschwindigkeit aufgenommen. 1970 ist nicht nur Black Sabbath erschienen, sondern auch Paranoid. 1971 Master of Reality, 1972 Volume 4. Dazwischen haben sie getourt, Konzerte gespielt, sie waren ausgelaugt und der Meinung, dass sie sich nur mit gewissen Substanzen am Leben erhalten können. Das hat sich ausgewirkt bei den Aufnahmen zu Volume 4. Eine Platte, die, wie der Engländer sagt, all over the place ist. Da gibt's die bewährten Riffmonsterstücke, da gibt's aber auch eine stumpfsinnig rührende Klavierballade namens Changes, da gibt's ein völlig experimentelles Geräuschestück, da gibt's ein Südsee-Instrumental, da gibt's aber auch das Stück Cornucopia, das, glaube ich, der Höhepunkt von Black Sabbath ist, was die Riffentwicklung betrifft. Der erste, der Anfangsriff von Cornucopia ist einer der allerbesten Riffs aller Zeiten. Das ist nur der erste Riff. Dann kommen noch 6 oder 7 weitere im Lauf eines 3,5-4 Minuten Stückes, in dem es auch Strophe und Refrain gibt. Auch dieses Lied findet sich auf Volume 4. Danach beginnen sich, würde ich sagen, die Geister ein bisschen zu scheiden. Es gibt nicht zu wenige Leute, die sagen, die fünfte Platte, Sabbath, Bloody Sabbath, ist die allerbeste Platte. Es ist eine orchestrale Platte, die mir persönlich ein bisschen zu glatt ist. Die nächste Platte, Sabotage, ist eine wahnsinnig manische Platte mit sehr irrbombastischen Soundeinfällen und auch Metal-Bangern wie Hole in the Sky zum Beispiel. Und dann kommen noch die Platten Technical Ecstasy und Never Say Die, wo Black Sabbath den Metal doch einigermaßen immer wieder verlassen. Never Say Die hat schon wirklich eindeutig Prog-Rock-Elemente. Das sind die zwei Platten, die bei den Fans auch, würde ich sagen, am wenigsten beliebt sind. Und nach Never Say Die verlässt Ozzy Osbourne Black Sabbath und dann geht's wirklich drunter und drüber. Ich
habe die Übersicht dann nicht mehr behalten. Es gibt praktisch kein Bandmitglied von Black Sabbath, das nicht mindestens zweimal ausgestiegen und wieder zurückgekommen ist. Verschiedenste Sänger wurden durchprobiert. Verschiedenste Schlagzeuger wurden durchprobiert. Falls Sie den Film This is Spinal Tap kennen, eine Parodie auf das Rock-Business, sehr lustiger Film. Da geht es um eine Band, die sich auch ständig personell neu erfinden muss, in ihrem Fall, weil ihre Schlagzeuger ständig explodieren, und die auch ständig die Stile wechselt. Und ich glaube, eine der Hauptvorbilder für diese Filmband waren Black Sabbath. Aber Black Sabbath haben sich in den frühen 2010er Jahren fast in der Originalbesetzung wieder vereinigt. Bill Ward, der Schlagzeuger, war leider nicht dabei. Aber sie haben noch einmal eine sehr gute Platte aufgenommen, nämlich die Platte 13, produziert von Rick Rubin. Und sie haben sich auf eine Abschiedstournee begeben, die Anfang 2017 in Birmingham geendet hat. Ihre Geburtsstadt, also dieses Konzert, gibt es auf DVD. Und es ist schon sehr erhebend, wie da die drei alten Recken nochmal ein geiles, böses, überwältigendes Konzert raushauen. Damen und Herren, werfen wir einen letzten Blick auf diese Platte. Ja, haben Sie ein letztes Mal Angst vor dieser Frauenerscheinung? Ja, das nächste Mal geht es um andere Musik, um ganz andere Musik. Es geht um eine Platte aus dem Jahr 2015 und zwar eine sehr, sehr zarte Platte. Hören Sie sich Black Sabbath von Black Sabbath mindestens dreimal an, bevor Sie sich ein Urteil bilden, ist mein bescheidener Ratschlag. Und machen Sie es gut. Bis bald.